Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer Lauren, scheißt euch herzlich willkommen an diesen etwas anderen Sammelmappen-Update, weil ich habe viele Sachen über stickermanager.com ja getauscht, wo ich dann hier ein Bild, da von Bild, also serienübergreifend auch, wo es sich aber nicht lohnt, ein Sammelmappen-Update zu machen, weil es einfach dafür nicht ausreicht. Und da habe ich mir gedacht, och, hauen wir heute mal richtig was auf den Markt. Wir haben hier, ich weiß es gar nicht, ich habe die eben raussortiert. Ich glaube, also es sind mehrere Sammelmappen, mehrere Stickeralben aus verschiedenen Serien und Epochen. Und wir fangen einfach mal an hier mit der Oldschool-Serie aus der Saison 2829. Und Bilder, die ich so bekommen habe, wo ich auch nicht weiß, ob ich die jetzt schon habe, oder eben durch stickermanager.com habe ich dann eben gesammelt, separat gelegt, so wie hier. Und die fangen wir jetzt mal an einzusortieren. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken, die alte Serie war ja noch nicht nummeriert. Wir haben zwar hier die Nummern, aber nicht dort. Und es geht los mit einem Starspieler von Eintracht Frankfurt. Und da haben wir, ja, wer kennt ihn noch? Ich kenne ihn natürlich, Amalatidis. Richtig cooler Kicker, wie ich fand. Ihr seht auch, wir können ja mal durchblättern immer. Dann seht ihr auch, warum ich so wenig Karten noch von den Serien habe. Da bin ich nämlich schon sehr gut aufgestellt. Ihr seht, hier ist sogar alles voll, wenn ich das so recht sehe. Und dann müsste er hier reinpassen und noch fehlen. Ja, super. Kommt hier mit hinein, bei Eintracht Frankfurt. Und dann habe ich hier noch zwei Matchwinner, ebenfalls ein Frankfurter, Chris. Und Tremmel kennt man bestimmt auch noch von Cottbus, der Keeper. Wollen wir mal schauen, wo die genau hinkommen. Das wird sicherlich hinten sein. Aber ich würde gerne mal wissen, mir fehlt noch ein 96er Starplayer. So war übrigens damals die Anordnung, als die Serien anfingen. Normalen Spieler. Und dann kamen einfach zwei Blitzerbilder, also diese Starspieler. Und von den Basecards sieht es schon mal auch sehr geil aus. Und auch bei den Glitzerbildern. Der normalen Club sieht es hier richtig gut aus. Da fehlt kaum was. Ah, und dann kamen die Matchwinner und zwar pro Club 3 Stück, so wie es hier abgebildet ist. Und da ist es natürlich ziemlich simpel. Bei Cottbus Matchwinner muss Tremmel natürlich auch mit hinein. Aber ich würde sagen, dass ich bei Cottbus irgendwas falsch einsortiert habe, weil Tremmel als Torwart müsste eigentlich nach vorne kommen. Können wir mal gucken. Energie. Cottbus. Matchwinner-Karten. Nee, Skela, Ranglo, Tremmel. Tremmel ist wirklich die letzte Karte gewesen. In Ordnung. Nee, dann war alles richtig. Dann habe ich noch einen Frankfurter, wie gesagt, Chris. Und ihr seht auch bei dem Matchwinner sieht es gar nicht mal so schlecht aus, wie man so denkt. Also sind natürlich noch genug Lücken da. Dann kommen die Wappen. Und hier die limitierten Karten. Und ganz am Schluss habe ich noch eine von Tim Wiese, weil der wurde zweimal gedruckt. Warum, weiß ich nicht. Aber das ist das Album. Aber wie gesagt, es ist ein Mega-Sammelmappen-Update. Es geht weiter. Als nächstes habe ich hier Star Wars. Das Erwachen der Macht. Auch da sind ein paar Karten. Mal gucken, ob mir die auch wirklich alle fehlen. Ich bin ja auch bei der Mappe zwar immer sehr fleißig gewesen, was das Eintragen betrifft, aber auch nicht hundertprozentig sicher jetzt. Okay, fangen wir mal an. Das ist ja eine Mappe, wo nur die neun Karten nochmal reinkamen, weil die Rückseiten bedruckt waren. Also es wurde nicht Rücken an Rücken einsortiert sozusagen. Und auch in dieser Serie, hier fehlt mal ein bisschen was, bin ich eigentlich, was die Base-Karten betrifft, sehr, sehr gut dabei. Da fehlen mir auch noch ganz wenige. Und das lohnt sich einfach nicht, Booster zu kaufen, wenn einem noch so wenig Bilder fehlen. Weil die Doppelten dann überhand nehmen. Weil man sieht ja auch die normalen Base-Karten, die man jetzt hier hat. Da fehlen mir vielleicht noch eine Handvoll. Das ist echt wenig. Eine richtig schöne Serie, wie ich finde. Man kann zwar jetzt nicht daddeln, wie bei Force Attacks, auch wenn es von Tops ist. Aber ähnlich wie bei Bundesliga Chrom haben sie das hier gemacht. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz cool. 163 müsste eigentlich irgendwo dazwischen liegen jetzt. 163 ist hier, Han Solo. Man hat dann hier die Charakterkarten und die gehen dann über in diesen Glitzercharakteren. Hier habe ich noch einen General. Was habe ich denn hier für eine Nummer? Und zwar Commander Gerard. Der müsste irgendwo hier bei denen dann hinkommen. Ja, das müsste passen. Was haben wir für eine Nummer? 79. Hier dran. Als nächstes habe ich einen TIE Fighter noch. Die finde ich ja affengeil. Genau wie die X-Wing Fighter von den Rebellen.
mit der 180 und dann die 184, den Todesstern. Yeah. Kommt also auch hier rein. 87 habe ich auch. 5, 6, 87. Chewie, The Man Chewbacca. Und dann noch eine von den hinteren Karten, die 204. Da muss ich mal schauen, wenn das die 98 ist. 99, 100, 1, 2, 3, 4. Kommt er hier mit rein. Kylo Ren. Richtig? Yep. Ja, dann habe ich hier noch limitierte Karten und noch ein paar Booster, die ich separat behalten habe, weil die andere Covers haben. Vielleicht öffne ich die auch irgendwann mal in so einem Special, weiß ich jetzt noch gar nicht. Eigentlich sammle ich ja die Booster auch zu den Serien. Ich muss mal gucken. Das entscheide ich dann spontan. Okay, wir sind noch lange nicht am Ende. So seht ihr übrigens auch meine Mappen, die ich früher mit euch geunboxt habe, die jetzt einfach nicht mehr zum Vorschein kommen, weil da Booster, wie gesagt, sich nicht lohnen. Auch die Magitex 13-14er Saisonmappe ist dementsprechend voll. Da muss ich auch mal gucken. Da ist zum Beispiel Unterschied zu der 8-9er Serie, die wir gesehen haben, ist das Wappen hier. Die Karten selber sehen natürlich nochmal affengeiler aus, muss ich sagen. Da hat man also auch zwei Glitzerbilder vorne und hinten jeweils, aber nicht zwei Starspieler wie hier, sondern das Wappen und ein Starspieler mit reingesetzt anscheinend. Wollen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Auch hier sieht das sehr, sehr gut aus. Jo. Also die normalen Base-Bereiche, auch wo die Starspieler trotzdem reinkommen, mal so, sehen da wirklich schon sehr gut gefüllt aus. Oder sehr gut bestückt. Jeder Mann natürlich auch, ist aber nicht jeder. So, ich natürlich. Aber Scherz beiseite. Bayern, der Club. Ihr seht, es ist fast komplett voll, was das betrifft. Nun habe ich hier, Naldo habe ich schon. Hätte ich gar nicht machen brauchen, weil ich sehe gerade, Naldo bin ich schon im Besitz von. Egal, habe ich jetzt einen doppelten mehr, den Herrn Naldo. Und ansonsten gehen wir mal eben durch. Ihr seht auch hier, selbst bei den schwerer zu bekommenen Karten sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Aber da ist natürlich auch noch ein bisschen Platz hier, die zweite Liga. So, und hier habe ich jetzt extra diese Serie, das kennt ihr ja von mir, weil die Mappe ist ja keine Originalmappe mehr gewesen. Ich habe zwar die Covers gehabt, aber die ganzen Bilder passten da einfach nicht rein. Ich muss mal gucken, ob ich da mal noch eine größere Mappe irgendwo kriege. Und das ist also die Serie gewesen, die 13-14er. Aber das sind jetzt ja nur die ganzen Trade Cards. Es kommen ja nachher noch auch noch Sticker. Aber vorerst kommt noch eine Trade-Card-Reihe. Und zwar meine Slam-Attacks-Reihe. Auch da habe ich sehr gerne sehr viel von gesammelt. Fand ich richtig cool. Und auch hier habe ich ein paar Wrestler. Zack. Wollen wir mal gucken, ob ich davon welche gebrauchen kann. Ich habe von Raw, SmackDown und der ECW jeweils einen. Habe mir die Liste kopiert. Da war ich auch ein bisschen schlau. Ein bisschen wenigstens. Und dann gucken wir mal nach. Raw sind die ersten, die kommen. Habe ich auch schon mal richtig hier hingelegt. Dann kann ich schon mal gucken. Hier seht ihr, das sind die ganzen Special-Karten. Die kommen zu Anfang. Darum ist es da auch etwas leerer. Dann geht's los mit Raw. Und zwar habe ich hier Montel Bontavius Porto. Auch schon etwas länger nicht mehr dabei. Muss ich mal gucken, wo der Junge hinkommt. Der kommt so ungefähr in die Mitte rein. Mal sehen. Hier ist Marello. Marella. Kommt nach Marella. Okay, hier haben wir The Miz. Ich könnte mir vorstellen, nach Big Show könnte das passen. Ja. Nach Big Show kommt er rein. Als nächstes dann David Hart Smith. Auch der sagt mir gar nichts als Wrestler. Da kennen sich natürlich die Fachleute viel, viel besser aus. Und vielleicht kommt er nach Shade, weil da ein Platz frei ist. Wollen wir mal gucken. Ja, perfekt. So, und von der ECW, den kenne ich, Shelton Benjamin. Mal sehen, der müsste irgendwo dann hier reinkommen. Vielleicht kommt dann neben Ezekiel Jackson. Da ist ja auch noch ein Platz frei, wollen wir mal gucken. Ja, nach Ezekiel Jackson kommt er hinein. Also die Mappe selber finde ich ja auch richtig geil. Am Ende hier seht ihr noch ja die
Waffen, die es gibt, die Ringarten, die Veranstaltung, die man hat. Und ich habe zwei, ich glaube, es gibt nur drei, aber zwei von den drei Karten habe ich. Hier hinten meine ganzen Doppelten, also auch ohne Ende. Wer, wie gesagt, tauschen möchte, stickermanager.com, da sind alle meine Mappen gelistet, alle meine Bilder, alle Doppelten. Da kann man also ganz easygoing mit mir Tauschaktionen durchführen. Nun geht's weiter. Bam, bam. Also heute wird es auch ein bisschen länger, aber das ist natürlich geschuldet durch die ganzen Mappen und Sammelalben. Beyblade. Und auch da habe ich Glück gehabt. Da sieht es ja sowieso gut aus. Wie geht es hier los mit den Base-Karten? Mal sehen, wann die erste Karte mir fehlt. Ich glaube, von den Base-Karten bin ich auch super bedient. Ich glaube, ich habe sogar alle da. Base-Karten sind die, wo ein H steht für häufig. Ja, und dann kommen die seltenen Karten, also die Spiegelglanzbilder. Und da habe ich jetzt hier noch einmal Ryuga bekommen. Die 127 habe ich auch bekommen. Flame Sagittario. Ah, geht mal weg, meine Mappen. Das macht die Sache auch schon wieder voller. Richtig cool. Das sind die seltenen Karten. Dann die ziemlich seltene Karte Nummer 149. Die ziemlich seltenen sind geprägt. Das sind geprägte Karten. Die seltenen sind noch so Spiegelglanz-Optik. Auch da sieht es schon sehr gut aus. Dann kommen US für ultraselten. Die ultraseltenen Karten, auch da fehlen mir noch ein paar, ist klar. Und ich glaube, bis Nummer 160 geht's. Let it rip, die habe ich auch hier. Ja, das waren jetzt die Trade Cards. Ich mache mal eben einen kleinen Change und dann kommen wir zu den Sammelalben. Legen wir mal los mit der FIFA 2016 Stickerreihe. Da fehlt mir noch eine Menge, aber das macht auch Sinn, weil da fehlen ja allgemein extrem viele Karten, beziehungsweise man braucht ja über 900 Bilder in der 16er Version noch. Jetzt können wir eigentlich auch mal einen Durchblick machen hier. So leer ist sie ja auch nicht, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber man sieht natürlich, da ist noch ein bisschen mehr zu tun. Wir hatten ja letzte Woche den Vergleich zur FIFA 17, zum FIFA 17 Sammelalbum zum Beispiel gemacht. Und beim FIFA 17 Album hat man eben diese Doppelsticker nicht mehr, was ich sehr schade finde. Man hat dafür Einzelbilder genommen. Dadurch hat man viel weniger Spieler abgebildet. Das finde ich wirklich sehr schade, weil von den Corinthians finde ich es cool, dass ich mal den ganzen Kader habe. Und nicht nur den Renato Augusto und Danilo, weil es die besten Spieler sind oder Malcolm. Sondern eben auch Spieler, so wie Fagner oder eben Iago, Indel, den Torwart Casso, die kommen sonst nicht vor. Jetzt hat man mittlerweile ja nur noch eine Seite pro Team, weil man mehrere Clubs gemacht hat. Damit kann ich noch leben. Das finde ich gar nicht schlecht. Aber ich finde es eben, wie gesagt, sehr schade, dass eben dann nur noch einzelne Bilder drauf sind. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man nur noch eine halbe Seite hat, wisst ihr ja selber, ist der Platz dementsprechend gering. Oder man hätte ja, was noch geiler gewesen wäre, eine Seite pro Club. Das ist ja noch die eine Sache. Und dann hätte man einfach gesagt, alles klar, wir nehmen hier diese Dreier-Sticker dafür. Da hätte man richtig geil was draus machen können. Das wäre, glaube ich, das Liebste gewesen, weil diese Dreier-Sticker finde ich richtig geil hier. Die sind super cool gelungen. Und da hätten sie ruhig gerne von mehr machen können. Es gibt ja verschiedene Versionen übrigens, ne? Also wer das nicht weiß. Es gibt in Südamerika das Sammelalbum von FIFA 17, zum Beispiel in Südamerika, ist, glaube ich, sogar ohne einen deutschen Club. Selbst Bayern München ist nicht dabei. Das ist für mich völlig unverständlich. Dafür ist Legia Warschau mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und da kann mir natürlich irgendwann mal einer von Panini erklären, wieso ist in Südamerika, in der Südamerika-Edition, ein Club wie Legia Warschau in die Bilderreihe kommt und ein Club wie Bayern München nicht. Also das, wie gesagt, ist eine Sache, die ich gar nicht kapiere. Ich hätte auch nicht diesen ganzen Firlefanz gemacht. Drei verschiedene Sammelalben für verschiedene Kontinente. Also was soll das? Ein Album rausbringen, aus jedem Kontinent genug Clubs und dann passt das schon. Ach, das passt natürlich auch, dass wir hier genau von den Bayern so ein paar Bilder haben. Da sieht es ja noch dementsprechend mager aus. Aber durch diesen Doppelsticker jetzt mit Benatia und Javi Martinez war das, glaube ich, jetzt ja eben. Und diese richtig coolen goldschwarzenen Dreier-Sticker, Thomas Müller, Robert Lewandowski und, na, ist es Robben oder? Nein, es ist nicht Robben, es ist Ribéry. Zack. Als nächstes geht es dann weiter nach hinten.
Aber wir blättern einfach mal durch, so könnt ihr euch auch mal ein Bild von meinen Alben machen. Oder wer überhaupt nicht weiß, ob er die alte Serie vielleicht auch mal anfangen soll. Also wer jetzt die neue Serie zum Beispiel sammelt, als Beispiel, und hat die alte nicht gesammelt. Ich kann jedem nur empfehlen, holt euch die alte Serie trotzdem, weil die eben, wie ich finde, nochmal eine ganz andere Sache ist. Viel mehr Spieler, natürlich auch viel mehr Bilder, aber mittlerweile sind die Bilder natürlich auch, wenn man über eBay geht, auch günstiger zu bekommen, als sie neu waren. So, Auckland City. Ja, der Ozeanienmeister sozusagen, oder der Australienmeister. Mittlerweile spielen die auch international in der Champions League für den asiatischen Raum auch immer größere Rollen. Waren ja eine Zeit lang auch immer sehr schnell weg vom Fenster dort. Aber mittlerweile halten die sich doch auch ganz gut. So. Ich glaube, Marco Broich ist ja, glaube ich, einer von... Ein deutscher Spieler, es gibt ein paar, aber das ist der deutsche Spieler, der richtig dort für Furore gesorgt hat, öfters auch Spieler des Jahres, glaube ich, geworden ist. So, okay, das war soweit das Album. Wir können aber jetzt eben durchblättern noch, weil jetzt kommt noch mein Lieblingsclub aus Uruguay, Peñarol. Als Club National ist es nicht, es ist definitiv Peñarol, wegen den Trikots. Und die letzte Seite. Okay, geht aber natürlich weiter. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Und zwar, zack. Nehme ich mir jetzt mal das nächste Album. Aber es ist lange nicht am Ende, doch wir nähern uns langsam doch dem Ende. So, lass uns mal gucken hier. Da haben wir Star Wars Rebels. So, oder Star Wars Rebels. Da habe ich ein paar Karten so bekommen. Darum weiß ich jetzt auch nicht, ob mir die Bilder alle da fehlen, die ich jetzt habe. Das muss ich mal schauen. Ich weiß auch allgemein nicht, wie viel mir noch fehlen. Ich habe euch ja versprochen, wenn das Album voll ist, werde ich mal so einen Tag machen. Ah, hier fehlen mir noch welche. Werde ich mir mal so einen Tag machen, um euch diese ganze Geschichte aus dem Buch vorzulesen. Dann schlagen wir einfach so eine Seite auf. Vorne geht es natürlich los und dann wird der Text gelesen und dann könnt ihr euch dazu die Bilder angucken. Das ist wie so eine Art Märchenstunde. Und anscheinend war ich da jetzt schon drüber. Kann sein, dass ich schon vorbeigeschossen bin an der 92. Ne, bin ich nicht. Aha, cool. Cool, das einzige große Bild. Ah, dann dürfte ich doch gleich wieder zurückblättern, weil jetzt die Kleinen kommen. Warte. Ah, siehst du? Ja, gehen wir mal wieder zurück. Hier habe ich dann die Nummer 6 bekommen. Die habe ich leider schon. Dann habe ich hier noch die 22 bekommen und die habe ich noch nicht. Super, dann fehlt mir also dort nur noch die 15. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt habe ich ja die restlichen Sortierungen. Das heißt, eins fehlt mir noch. Poster. Poster ist voll. Cool. Poster ist auch voll. Bleibt es bei einem fehlenden Bild. Wow. Echt, jetzt bin ich schon so weit voran da mit den Bildern. Haut mich doch gerade ein bisschen um. Ah, cool. Hier ist nochmal eins. Und das habe ich hier liegen. Wie geil ist das denn? Also aktuell würde ich sagen, fehlt mir wirklich nur noch ein Bild. Und dann bin ich... Mal gucken, ob hier noch was fehlt. Wenn ich mich nicht verguckt habe, fehlt mir nur noch ein einziges. Ist ja cool. Das ist ja mal eine coole Sache. So, habe ich noch ein paar Doppelte zum Tauschen. Und als nächstes die Power Rangers Reihe. Und auch da habe ich euch ja versprochen, wartet mal eben, dass ich euch vorlese, sobald die Serie abgeschlossen ist, was mir da noch, wie das Album sozusagen vorangegangen ist. Ja, also weil hier ist es richtig geil. Man hat zu jedem Bild, man hat eine Überschrift, man hat zu jedem Bild dementsprechend Text. Das finde ich mega cool. Das Album älter als das von Star Wars Rebels ist von Panini, das andere ist von Topps. Und da muss Topps sich eine Scheibe abschneiden, weil ich mag Power Rangers eigentlich nicht. Aber das Album haut das Rebels-Album aber mal sowas von in die Pfanne. Das ist schon wirklich
traurig, kann man schon sagen, ist, ne? Weil Star Wars eigentlich auch vom Album her besser sein muss als Rebels. Allein das Posterleben hier, da fehlen mir noch 2 Posterbilder. Mal sehen, was mir hier noch fehlt. 3, 4, 5, 6 Posterbilder. Hier fehlen mir noch 6 Posterbilder. Hatte ich da welche bei? Nee. Okay. Mal gucken, was hier noch fehlt. Das sieht echt gut aus. Meine Herren. Das scheint nur noch die Posterreihe zu fehlen. Wo habe ich denn die Bilder her? Warum habe ich die getauscht? Ich troll. Egal. Man lernt nie aus. Da fehlen mir also nur noch die Posterbilder anscheinend. Ich gucke mir das nachher nochmal in Ruhe vielleicht an. Das ist ja mal richtig cool. Und zu guter Letzt von der Europameisterschaft. Ja, ich habe, ich weiß nicht, wann ich das Video jetzt hier auflade. Gestern habe ich ja auch Fußball geguckt. Gestern war Deutschland gegen, nee, vorgestern war das. Deutschland, heute Morgen, morgen ist Nordirland, Dienstag. Samstag war gegen Tschechien. Samstag war das. Und hier habe ich natürlich einmal ein separates Bild, das ich nicht so einfach da reinbatsche. Das lasse ich so. Und wie gesagt, gestern war ja Deutschland, Tschechien, fand ich super geiler Fußball. Und ihr seht, das Album habe ich ja nur ganz kurz einmal angefangen. Ich glaube, ein Unboxing gemacht und ein paar Stickertüten dazu geöffnet. Das war es auch schon. Darum habe ich hier natürlich noch sehr, sehr viel Luft. Und gucken wir uns jetzt auch nicht jede Seite an, das wäre schwachsinnig, weil da fehlt mir einfach zu viel. Aber hier habe ich nochmal ein Bild zum Einkleben, und zwar von den Russen, Oleg Shatov. Dann geht es hier ganz weit noch nach hinten wieder, auf die 400. Und zwar die 403 und 404 habe ich, David Lafata und Thomas Netschit. Ja, und ihr seht, wie gesagt, ich habe, glaube ich, das Album geöffnet, die Bilder, die im Alten dabei waren und ein paar Stickertüten noch dazu und die dann eingeklebt, mehr war das nicht. Und darum ist natürlich hier noch sehr viel möglich. Da habe ich natürlich was getan. Also die Coca-Cola-Bilder habe ich alle voll. Und auch die McDoof-Bilder habe ich voll. Die sind irgendwo in der Mitte, ja. Also die habe ich wirklich ausnahmsweise mal schon voll. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich habe auch schon die Update-Bilder. Also es gibt ja 84 Sticker von Spielern, die bei der EM waren, aber nicht offiziell nicht in diesem Album sind. Und dann soll man überkleben. Also ich bin doch nicht bekloppt. Ich überklebe doch nicht Spieler, auch wenn sie nicht bei der EM waren. Und klebe dann da die neuen drüber. Also das mache ich garantiert nicht. Die werde ich separat in der Box lassen. Das heißt, ich sammle das Album voll, wenn es geht. Und wenn ich das voll habe, kommt einfach in die, lege ich einfach in dieses Album mir die anderen Bilder mit rein, die ich noch über habe. Und dadurch habe ich natürlich viel mehr. Ja, also das wäre schwachsinnig, die Bilder, die ich eingeklebt habe, wofür ich Geld bezahlt habe, die dann zu überkleben. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ja, das war es heute etwas länger, wie gesagt, aber es war viel Klimskrams dabei. Fand ich aber auch ganz cool. So habt ihr auch mal einen Überblick über Mappen, die ich bis auf diese und vielleicht die FIFA-Reihe schon wirklich sehr, sehr voll habe. Obwohl die FIFA-Reihe geht sogar. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und euer NoOrange sagt ciao, tschüss und goodbye.